Hallo Freunde, herzlich willkommen wieder mal bei mir im Kanal. Ich bin euer Gerlinde Zockt und heute haben wir mal wieder einen kleinen Raubzug für euch. Und zwar bei dem Spieler oder NPC oder wie man es nennen möchte, da streiten sich ja bis heute die Geister. Aber der Account hat den Namen Free, FREE und alles klein geschrieben. Und bei dem werden wir jetzt mal vorbeischauen und gucken, was der so Schönes hat. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und ich würde sagen, los geht's. So Freunde, dann wollen wir uns mal den Kollegen Free angucken. Wie gesagt, Informationen dazu könnte ich leider nirgendwo groß finden, weil wenn man nach Base Raid Free sucht, dann wisst ihr alle, der Name Free, da kommt alles Mögliche, außer die Base. Also ich habe wirklich jetzt ein ganzes Stück gesucht. Ausgerüstet habe ich mir jetzt mal ins Blaue hinein so. Ein paar Eisenäxte, ein paar Eisenbeile, 21 Stein und Holz für normale Beile und 2 C4. Müssen wir mal gucken, ob das langt. Also würde ich sagen, satteln wir dann den großen hier mechanischen Gaul und los geht's, ne? So, da sind wir jetzt bei Free auch schon angekommen. Und da gehen wir mal rein. Okay, schauen wir mal so. Ach du Scheiße. Wenn ich das schon sehe, dass hier noch Zeug rumsteht, Eisen und so, dann kann ich doch schon wieder, könnte ich doch schon wieder aufs Brett kotzen. Oh je. Oh je. Hier stehen die Bäume noch mitten in der Base. Sehr geil, die Base ist auch nicht sonderlich groß. Mega. Fucking Bullshit. Ich würde sagen, wir verschaffen uns erstmal Zutritt. Oh, jämmerlich. Motorradbaustelle. Waffenwerkbank auch noch nicht fertig. Motorradbaustelle. Also ich würde sagen, das hier ist auf jeden Fall ein Teil von diesem Standardhäuschen, was man am Anfang hat. Hier mit diesem bisschen Steinmauer. Gott, die arme Sau hat ja noch fast gar nichts. Heiliges Blechle. Die Base ist ja bald witzlos. Meine Herren. Meine Herren, also und dafür habe ich extra hier so einen Aufwand betrieben. Alter. Vier Kisten. Hallo, was machst du hier für einen Scheiß? Junge, 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 reiß dich zusammen, Alter.
Den Stein will ich doch aber gar nicht. Ich will erstmal in die Kiste gucken. Holz war mir klar. Junge, 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 Junge. Das kann ja heiter werden. Alter Schwede, dass du sowas überhaupt kriegst. So, und der Rest ist auch schon Bullshit. Brauchen wir nicht mal sterben oder irgendwas. Gar nichts. Das ist, wir können hier quasi schon wieder gehen. Alter, das ist doch nicht euer Ernst. Meine Fresse. Also, Gegner free. Arme Sau. Der Kollege hat mal überhaupt gar nichts. Überhaupt gar nichts. Nichts. Außer, was weiß ich, die eine braune Marke vom Polizeirevier und das elektronische Bauteil ist glatt für den Arsch, Freunde. Könnt ihr euch echt schenken. Müsst ihr nicht haben. Ja gut, es hat uns jetzt auch nicht viel Eisenbeile und ja, sag mal so, wenn wir gerade einmal dabei sind, ne, nehmen wir wenigstens noch den vollen Stack Holz mit. Macht jetzt eigentlich Aufheben Lärm? Nö, aha, cool. Da können wir ihm auch noch die Steine auf dem Grundstück mausen. Halt, nein. Ich will in die Kiste ran. Seid ihr total bescheuert? Wenigstens das Holz wieder mitnehmen, was ich hier verblasen habe, sinnloserweise. Alter Schwede. So eine Drecksrattenbase. Freunde, Freunde, Freunde. Also wenn ihr den Spieler kriegt und das Video seht, schenkt euch die Scheiße. So, machen wir wenigstens noch Steine voll. Ich hack jetzt hier nicht weiter dran rum, das ist mir zu doof. Gut, können wir wieder abhauen. Gehen wir mal die Raiders bedienen. So, sind wir auch wieder zu Hause angekommen. Die Kollegen wollen ja jetzt auch noch ihren Anteil von dem Dreck, den wir jetzt gerade erbeutet haben. Versuchen wir ihnen erstmal das anzudrehen, was wir geklaut haben. Mal gucken, mit was sie sich zufrieden geben. Anteil kann ich mir an den Hut stecken. Eine Büchse? Vielleicht eine Büchse? Nö. Büchse? Nö. Gold wollen sie auch nicht. Leder? Nee, Leder auch nicht. Das wollen sie auch nicht. Wollen sie auch nicht. Drei Holz wollen sie nicht. Klebeband. Machete wollen sie auch nicht. Gut. Oh, na, das gebe ich ihnen nicht. Das gebe ich ihnen nicht, das elektronische Bauteil. Da können sie von mir aus lange drauf warten. Ja.
Da hole ich mal lieber schnell einen Filter von drin. So Freunde, jetzt habe ich mal schnell von drin bei mir ein paar Filter geholt. Tun wir mal hier kleinstückeln die ganze Geschichte und jetzt gucken wir mal. Okay. Alles klar, das machen wir. Also Sie wollten jetzt einen Filter haben. Wie ihr seht, die Hackmesser, die habe ich jetzt natürlich gerade nochmal schnell im Vorbeilaufen aufgepimpt. Oder bitte, das habt ihr nicht gesehen, aber ihr seht ja jetzt, dass aufgemotzt ist. Und demzufolge gebe ich ihm jetzt das Hackmesser und ich wusste, dass ich Ihnen vertrauen kann. Ist quasi jetzt seine Aussage quasi die höchste Belohnung, die ihr kriegen könnt. Ihr kriegt jetzt 3 Rufpunkte dazu. Und wenn ihr jetzt teilen drückt, ist der Kollege zufrieden, greifen euch nicht an. Und für einen Filter und ein halb abgenutztes Hackebeil war jetzt nicht der Rede wert. Alles Bullshit, der Raid war richtig Bullshit, müssen wir mal auf den nächsten hoffen. Wie gesagt, Aufgaben vollklöppeln, dann geht's wieder scharf. Schön, dass ihr dabei wart. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Und ich würde sagen, wir sagen beide mal, ciao, ciao, Freunde.